Geld regiert die Welt. Wer also das Geld regiert? Einige der größten Männer in den USA, Zugang im Handel und Herstellung, haben Angst vor etwas. Sie wissen, dass es eine Macht gibt, so organisiert, subtil, aufmerksam, verzweigt und allumfassend, dass sie besser nur flüsterten, wenn sie ihre Stimme gegen sie erheben. Woodrow Wilson, ehemaliger Präsident der USA. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, wird neues Guthaben erzeugt, neue Einlagen, brandneues Geld. Graham F. Towers, Direktor der Bank von Kanada 1934 bis 1954. Der Vorgang, mit dem Banken Geld erzeugen, ist so simpel, dass der Geist ihn kaum erfassen kann. John Kenneth Galbraith, Ökonom. Erlaubt mir, das Geld eines Staates auszustellen und zu kontrollieren, und mir ist egal, wer seine Gesetze macht. Meyer Anselm Rothschild, Bankier. Geld als Schuld. Zwei große Geschehnisse bestimmen unser Leben: Liebe und Geld. Was Liebe ist, dieser Frage wurde schon ausführlich nachgegangen in Geschichten, Liedern, Büchern, Film und Fernsehen. Dasselbe kann man aber nicht über Geld sagen. Es ist nicht überraschend, dass die Geldtheorie keine Kinohits inspiriert hat. Aber sie wurde ja noch nicht einmal an den Schulen, die die meisten von uns besucht haben, erwähnt. Den meisten kommt auf die Frage, wo denn das Geld überhaupt herkommt, das Bild der Münzanstalt in den Sinn, die Noten druckt und Münzen presst. Geld, so glauben die meisten, wird von der Regierung hergestellt. Das stimmt, aber nur teilweise. Diese Symbole für Wert aus Metall und Papier, von denen wir als Geld sprechen, werden tatsächlich von einer Behörde des Staates hergestellt. Aber der Großteil des Geldes kommt nicht von diesen Anstalten, es wird hergestellt. Alltäglich und in riesigen Mengen von privaten Gesellschaften, die sich Banken nennen. Die meisten von uns glauben, dass Banken Geld verleihen, welches die Kunden ihnen anvertraut haben. Das ist zwar leicht vorstellbar, aber nicht die Wahrheit. Die Banken schaffen zwar das Geld, welches sie verleihen, aber es stammt weder aus ihren eigenen Einnahmen noch aus verwalteten Guthaben, sondern unmittelbar aus dem Versprechen des Schuldners, es zurückzuzahlen. Des Schuldners Unterschrift auf dem Vertrag stellt eine Verpflichtung dar, der Bank das Geld zurückzuzahlen, plus Zinsen. Andernfalls verliert man das Haus, das Auto oder sonstige Güter, die man als Sicherheit vorweisen musste. Das ist eine bedeutende Verbindlichkeit für den Schuldner. Und zu was verpflichtet sich die Bank durch diese Unterschrift? Die Bank darf nun das Volumen des Kredites herbeizaubern und einfach auf das Konto des Schuldners buchen. Klingt unglaublich. Das kann doch bestimmt nicht wahr sein. Aber das ist es. Um zu zeigen, wie es zu diesem Wunder des modernen Bankwesens kam, betrachten wir einmal das Märchen des Goldschmieds. Früher einmal, da wurde beinahe alles als Geld benutzt. Es musste nur handlich sein und für viele Leute einen Wert darstellen, sodass man es als Tauschmittel verwenden konnte, etwa für Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Muscheln, hübsche Steine, ja selbst Federn wurden schon als Geld benutzt. Gold und Silber waren reizvoll, weich und einfach zu verarbeiten. Daher wurden einige Kulturen sehr erfahren im Umgang mit diesen Materialien. Goldschmiede erleichterten den Handel, indem sie Münzen gossen. Genormte Einheiten dieser Metalle, deren Gewicht und Reinheit zertifiziert war. Aber um sein Gold zu schützen, brauchte der Goldschmied einen Tresor. Und schon bald standen seine Mitmenschen vor der Tür, die einen Platz im Tresor mieten wollten, um auch ihr Gold zu schützen. Rasch hatte der Goldschmied allen Platz im Tresor vermietet und verdiente ein wenig an seinem Tresormietgewerbe. Jahre gingen ins Land.
Da machte der Goldschmied eine gerissene Beobachtung. Einleger kamen selten vorbei, um ihr eigentliches Gold abzuholen. Und sie kamen niemals alle gemeinsam. Und zwar, weil die Schecks, die der Goldschmied als Quittung für das Gold geschrieben hatte, auf dem Markt gehandelt wurden, als wären sie das Gold selbst. Dieses Papiergeld war sehr viel praktischer als schwere Münzen und Mengen konnten einfach beziffert werden, anstatt mühsam einzeln gezählt werden zu müssen. Inzwischen führte der Goldschmied noch ein weiteres Geschäft. Er verlieh sein Gold gegen Zinsen. Als sein praktisches Scheckgeld in Umlauf kam, verlangten Schuldner Kredite zunehmend in Form des Scheckgeldes anstatt des tatsächlichen Metalls. Als die Wirtschaft wuchs, wollten mehr und mehr Leute Kredite vom Goldschmied. Da kam dem Goldschmied eine noch bessere Idee. Er wusste, dass nur sehr wenige Einleger jemals ihr tatsächliches Gold zurückforderten. Da dachte er, er könne mit Leichtigkeit Schecks ausstellen, die vom Gold seiner Einleger gedeckt würden, zusätzlich zu seinem eigenen. Solange die Kredite zurückbezahlt werden würden, würden seine Kunden davon gar nichts mitbekommen und blieben schadlos. Während der Goldschmied, nun eher Bankier als Handwerker, dadurch einen weit größeren Profit machen würde, als es durch den Verleih seines eigenen Goldes möglich wäre. Jahrelang genoss der Goldschmied so im Geheimen ein gutes Einkommen von den Zinsen seiner Einlagen und der seiner Einleger. Nun als bedeutender Geldgeber wurde er ständig reicher als seine Mitbürger. Und dies zeigte er auch. Der Verdacht regte sich, dass er das Geld seiner Einleger ausgeben würde. Seine Einleger kamen zusammen und drohten damit, ihr Gold zurückzufordern. Sollte der Goldschmied nicht auspacken, woher sein plötzlicher Wohlstand käme. Entgegen möglicher Erwartungen war das keine Katastrophe für den Goldschmied. Denn trotz seines doppelten Spiels funktionierte sein Plan. Die Einleger hatten überhaupt nichts verloren. Ihr gesamtes Gold war im Tresor und somit in Sicherheit. Anstatt ihr Gold zurückzunehmen, forderten die Einleger nun, dass der Goldschmied, nun ihr Bankier, sie an seinen Geschäften beteiligte, indem er ihnen Zinsen zahlte. Das war der Anfang des Bankwesens. Der Bankier bezahlte einen geringen Zins auf Einlagen des Geldes anderer Leute, welches er dann wiederum anderen zu höheren Zins verlieh. Die Differenz deckte die Unterhaltskosten der Bank und ihren Profit. Die Logik dieses Systems ist einfach. Und sie erscheint wie ein sinnvoller Weg, die Nachfrage nach Krediten zu decken. Allerdings ist das nicht die Art und Weise, wie das Bankwesen heutzutage funktioniert. Unser Goldschmied, Bankier, war nicht zufrieden mit dem Einkommen, das übrig blieb, nachdem er die Zinsen mit seinen Einlegern teilte. Die Nachfrage nach Krediten wuchs rapide, als Europäer weltweit ausströmten. Aber die Kredite waren durch die Menge an Gold im Tresor eingeschränkt. Dann hatte er eine noch dreistere Idee. Da niemand außer ihm selber wusste, wie viel überhaupt in seinem Tresor war, konnte er sogar Schecks verleihen, die überhaupt nicht durch Gold gedeckt wären. Solange nicht alle Scheckbesitzer zum Tresor kämen, um ihr Gold abzuholen, würde dies niemand bemerken. Diese neue Idee funktionierte sehr gut und der Bankier wurde unwahrscheinlich reich durch Zinsforderungen für Gold, welches gar nicht existierte. Die Vorstellung, dass der Bankier einfach Geld aus dem Nichts schaffen könnte, war zu unerhört, um geglaubt zu werden. Also kam dieser Gedanke den Leuten lange überhaupt nicht. Aber die Macht, Geld einfach zu erfinden, stieg dem Bankier zu Kopf, wie man sich wohl vorstellen kann. Mit der Zeit erregte das Ausmaß der Kredite und der pompöse Reichtum des Bankiers einmal mehr Verdacht. Einige Kreditnehmer verlangten wieder echtes Gold anstatt papiernen Schecks. Gerüchte gingen um. Plötzlich tauchten einige reiche Anleger auf, um ihr Gold zurückzufordern. Das Spiel war aus. Ein Meer von Scheckbesitzern versammelte sich auf der Straße vor den verschlossenen Türen der Bank. Tja, leider hatte der Bankier nicht genügend Gold und Silber, um all das Papier auszuzahlen. Sowas nennt man Ansturm auf die Bank. Und es ist das, wovor sich jeder Bankier fürchtet. Dieses Phänomen eines Ansturms auf die Bank ruinierte einzelne Banken und, kaum überraschend, schädigte es auch das öffentliche Vertrauen in alle Bankiers. Es wäre naheliegend gewesen, die Praxis der Gelderschaffung aus dem Nichts für illegal zu erklären. Aber die großen Mengen an Krediten, die die Bankiers anboten, waren für den Erfolg des europäischen Wirtschaftswachstums notwendig geworden. Also wurde diese Praxis stattdessen legalisiert und reguliert. Die Bankiers verpflichteten sich, Beschränkungen auf die Menge des fiktiven Schuldgeldes zu achten.
Die Schranke wäre weiterhin eine viel größere Zahl als die tatsächliche Menge an Gold und Silber im Tresor. Sehr oft war das Verhältnis 9 zu 1. Diese Regeln wurden durch Stichproben durchgesetzt. Es wurde auch abgemacht, dass im Falle eines Ansturms auf die Zentralbank örtliche Banken mit Notfalleinlagen aushelfen müssten. Nur durch einen ausgedehnten Ansturm auf mehrere Banken gleichzeitig könnte die Kreditblase platzen und das System zusammenbrechen. Das Geldsystem von heute. Über die Jahre wurde das Fractional Reserve System und seine integrierten Banken, die von der Zentralbank geschützt werden, zum beherrschenden Geldsystem der Welt. Gleichzeitig wurde das Verhältnis zwischen den Papierschecks und dem tatsächlich vorhandenen Gold ständig kleiner, bis schließlich so gut wie nichts mehr übrig blieb. Das grundlegende Wesen von Geld hat sich verändert. Früher war der Papierdollar tatsächlich eine Quittung, die man bei der Zentralbank gegen eine feste Menge Gold und Silber umtauschen konnte. Heutzutage kann man einen Papier- oder Digitaldollar nur noch gegen einen weiteren solchen umtauschen. Früher gab es privat geschaffene Kredite nur in Form privater Banknoten, die von den Leuten als Zahlungsmittel abgelehnt werden konnten, so wie wir private Schecks heute ablehnen können. Heutzutage ist privat geschaffener Kredit direkt tauschbar in Fiat-Währung der Regierung, also in Dollars, Euros und Pfund, die wir gewohnheitsmäßig als Geld ansehen. Fiat-Währung bedeutet Währung erschaffen durch Regierungsfiat. Gesetze besagen, dass Bürger diese Währung als Zahlungsmittel akzeptieren müssen oder Gerichte werden die Schuld nicht geltend machen. Nun stellt sich also die Frage, wenn Regierungen und Banken beide einfach Geld erschaffen können, wie viel Geld gibt es denn überhaupt? In der Vergangenheit war die komplette Menge an Geld, die es gab, beschränkt durch die tatsächliche physische Menge an Gütern, die als Geld benutzt wurden. Zum Beispiel, um neues Gold- und Silbergeld zu erschaffen, musste neues Gold und Silber gefunden und geschürft werden. Heutzutage wird Geld buchstäblich aus Schuld erzeugt. Neues Geld wird geschaffen, wann immer jemand einen Kredit von der Bank annimmt. Das Ergebnis ist, dass die Menge an Geld, die geschaffen werden kann, nur noch durch einen einzigen Parameter eingeschränkt ist, dem kompletten Ausmaß der Verschuldung. Regierungen schaffen ein zusätzliches satzungsmäßiges Limit auf die Geldmenge, indem sie Grenzwerte festlegen, die Fractional Reserve Requirements genannt werden. Im Wesentlichen mutwillig sind diese Grenzwerte von Land zu Land und von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Früher war es üblich, wenigstens Gold im Wert eines Dollars als Deckung für 10 ungedeckte Dollars zu haben. Heutzutage gelten die Grenzwerte nicht länger für das Verhältnis Geld zu Gold, sondern gerade mal für das Verhältnis von neuem Schuldgeld zu vorhandenem Schuldgeld. Heutzutage bestehen die Reserven einer Bank aus zwei Dingen. Die Menge an Bargeld oder Vergleichbaren, die die Bankiers bei der Zentralbank eingelegt haben, und der Menge an bestehendem Schuldgeld, welches die Bank als Einlagen hat. Um das einfach zu veranschaulichen, stellen wir uns vor, dass eine Bank gerade neu eröffnet hat und keine Einleger hat. Allerdings haben die Investoren der Bank eine Einlage von 1.111 Dollar und 12 Cent bei der Zentralbank gemacht. Dies ist tatsächlich vorhandenes Bargeld bei der Zentralbank. Das nötige Verhältnis von Schuldgeld zu Bargeld ist 9 zu 1. Schritt 1. Die Türen sind geöffnet und die neue Bank begrüßt ihren ersten Kreditnehmer. Er braucht 10.000 Dollar, um ein Auto zu kaufen. Das Verhältnis 9 zu 1 erlaubt der Bank, durch ihre Reserven bei der Zentralbank, auch als Turbogeld bekannt, einfach und ganz legal Geld zu erschaffen. Und zwar die neunfache Menge, also 10.000 Dollar, auf der Grundlage der Verpflichtung des Kreditnehmers. Diese 10.000 Dollar kommen nirgendwo her. Es ist brandneues Geld. Es wird einfach als Bankkredit auf das Konto des Kreditnehmers getippt. Der Schuldner stellt dann den Scheck darauf aus, um irgendetwas, in diesem Fall ein Auto, zu kaufen. Schritt 2. Die Autoverkäuferin löst nun diesen frisch erschaffenen Kredit von 10.000 Dollar bei ihrer Bank ein.
Im Gegensatz zum Turbogeld, eingelegt bei der Zentralbank, darf dieser neue Kredit nicht mit einem festgelegten Verhältnis multipliziert werden. Stattdessen wird er dadurch geteilt. Bei einem Verhältnis von 9 zu 1 kann also immerhin ein weiterer Kredit von $9,000 ausgestellt werden. Auf der Grundlage des $10,000-Schecks. Schritt 3. Werden diese $9,000 dann von einer dritten Partei bei derselben Bank eingezahlt, die sie geschaffen hat, oder auch bei einer anderen Bank? So entstehen daraus wiederum weitere Kredite. Dieses Mal im Wert von $8,100. Wie eine russische Matroschka, bei der jede Hülle eine weitere kleinere beinhaltet, ermöglicht jede solche Einlage einen weiteren kleineren Kredit in einer unendlich fallenden Reihe. Nur wenn das erschaffene Schuldgeld nicht bei der Bank landet, endet dieser Vorgang. Das ist der unvorhersehbare Teil des Gelderschaffungsmechanismus.